bedurfte es einer modernen Hilfe. Man bemühte die Technik als verbindende Mittlerin zur Außenwelt und zur Erschließung des Landes selbst. Eine aviatische Glanzleistung in der von Luftlöchern zerrissenen Gebirgsatmosphäre war die Errichtung einer eigenen Fluglinie. This is Holloway Radio. Will you please give me your position over the radar Baker, over? Holloway Radio, this is Easy Terror Terror 3 at 10,000 feet of Victor Fox. 309er Zebra. Und da wir gerade unterwegs sind, wie wäre es mit einem Ausflug zur neuen Blume? Das ist nun keineswegs eine neu entdeckte Pflanze, sondern die genaue amharische Bezeichnung für die Hauptstadt Addis Abeba. Addis trägt seinen romantischen Namen zu vollem Recht. Es ist eine der reizvollst gelegenen Städte überhaupt und zugleich das geistige, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Hier ist auch der Mittelpunkt des Reise- und Transportverkehrs. Und von hier aus unterhält die farbenfreudigste Luftlinie der Welt eine regelmäßige Verbindung zu 26 Inlandsstationen und zu den Hauptflugplätzen im Orient. Die Stadt selbst ist nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Und wer Lust hat, sich überraschen zu lassen, dem begegnet dort eine ganz moderne City. Der Großstädter findet hier alles, woran er sich im Laufe seines Lebens so sehr gewöhnt hat. Asphaltierte Straßen, massive Geschäftshäuser und keinen Parkplatz. Die Modelle aller Automobilfabriken geben sich ein turbulentes Stelldichein. Nach englischem Muster herrscht Linksverkehr. Bei einer Entdeckungsreise durch die Stadt, die mit 500.000 Einwohnern größer als Berlin ist, wird man auf angenehme Weise von den angenehmsten Dingen belehrt. Das Theater fehlt ebenso wenig wie das komfortable Hotel. Und wer schnell Bekanntschaften schließen will, unternimmt einen kostenlosen Besuch im YMCA, im christlichen Verein junger Männer. Auch in Addis Abeba macht sich der Einfluss kirchlicher Tradition stark bemerkbar. Hier sind es jedoch Kirchen moderner Bauart, die das Stadtbild bestimmen. Der mächtige Komplex der Dreieinigkeitskirche, die für den regierenden Kaiser eines Tages die letzte Ruhestätte sein wird. Freistehend auf einer Anhöhe und weithin sichtbar das Mausoleum Menelik des Zweiten. Menelik, der zur Zeit Kaiser Wilhelms auf dem Thron saß, steht in der Geschichte Äthiopiens an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Die gesamte Bevölkerung bewahrt diesem einstigen Herrscher ein treues Andenken. Mitten in der Stadt steht sein Denkmal. Er war es nämlich, der die Neue Blume 1878 gegründet hat. Musik.
Der gegenwärtige Souverän hat Addis Abeba in Fortsetzung seines Werkes zu einer imposanten Stadt entwickelt. Der Aufbau der Städte ist mit allen Schwierigkeiten ausländischer Importe verbunden. Mehr und mehr jedoch werden die vielen und vielfach unerforschten Bodenschätze des Landes ausgenutzt. Dem Städteplaner kommt dabei nichts besser zugute als das Gebirgsland selbst. Auf der einen Seite liefert es das angemessene und dauerhafte Baumaterial und darüber hinaus gewinnt man aus den Steinbrüchen in kontinuierlicher Produktion den unerlässlichen Zement. Die vollautomatischen Anlagen verarbeiten das Rohmaterial am laufenden Band und die Fabrik produziert vom Steinbruch direkt in den Zementsack hinein. So wie hier wurde die Wirtschaft, die durch jüngste Kriegseinwirkungen völlig erlahmt war, überall wieder angekurbelt. Man fing damit an, alle Möglichkeiten, die der verborgene Reichtum des Landes zu bieten hatte, zu untersuchen. Und siehe da, fast über Nacht übernahm die staatliche Tabakregie das Geschick des Rauchers. Von der durch den reichen Viehbestand bedingten Häuteproduktion zur Lederfabrikation und von der Lederfabrikation zum maschinell verarbeiteten Schuh war es nur ein kurzer Schritt. Die Textilindustrie bemüht sich nach Kräften, die einheimische Nachfrage zufriedenzustellen. Die großen Baumwollfabriken in Diredaua arbeiten schichtweise Tag und Nacht. Von sicherer Hand gesteuert ergriff die industrielle Revolution von Äthiopien Besitz. Und wie von selbst prägte sie aus den naturverbundenen Eingeborenen einen bis dahin unbekannten Menschentyp, den Typ des Industriearbeiters. Die geistige Kraft jedoch, die dahinter steht, verfolgt ihr Ziel mit der Behutsamkeit eines erfahrenen Pädagogen. Langsam aber stetig wird die Jugend an ihre zukünftige Aufgabe herangeführt. Bei dieser Entwicklung ist das Bindeglied des täglichen Lebens nicht mehr wegzudenken. Ausgesuchte Journalisten und Redakteure schreiben die Geschichte des Tages für Zeitungen in amharischer, englischer und französischer Sprache. Das abendländische Vorbild als Hintergrund des neuen Lebensstils ist unverkennbar. Aber es ist nicht nur ein bloßes Abbild, denn der Boden, auf dem die Zukunft wächst, ist die Tradition einer 3000-jährigen Geschichte, die niemals verleugnet wird. Neben den Erfordernissen der Massenproduktion schlagen Volkskunst und Handwerk die Brücken zur Vergangenheit. Das Elfenbein der Elefanten und die Hörner der Büffel ergeben die altbewährten Schmuck- und Gebrauchsgegenstände. Und in der Kunst des Teppichwebens besitzen die Frauen eine ererbte Fertigkeit.
Zuerst erscheint es vielleicht ungewöhnlich, aber die Schama, Äthiopiens Nationalkleidung, verbietet keiner Frau, an modischen Neuigkeiten Gefallen zu finden. Bitte keine Müdigkeit, meine Damen, denn von klein auf übt sich, was einmal große Kleider tragen will. Übrigens für den Fall, dass Sie einmal telefonieren wollen. Die Zentrale in Addis Abeba bedient Sie so schnell und international, wie Sie wollen. Die düsteren Tage der Isolation sind endgültig vorbei. Mit jeder Stadt im Inland und sogar mit Übersee hat man Verbindung aufgenommen. Hallo Asmara. Asmara. Hallo Asmara. Hallo. Addis Abeba. Die Errichtung der Telefon- und Telegrafenanlage war mit ungeahnten technischen Schwierigkeiten verknüpft. Aber das Anfangsstadium ist überschritten. Das Nachrichtennetz, das Land und Leute zusammenhält, wird immer engmaschiger. Nicht weniger wichtig war der Ausbau der Verkehrsstraßen. Die Lebenswege Äthiopiens strahlen von der Hauptstadt aus sternförmig.